Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute habe ich wieder ein Top-Update zur Xiaomi-Aktie für euch dabei. Und zwar steigt sie heute wieder stark und das hat natürlich hier auch mit den Quartalszahlen zu tun. Und wir gehen hier auf die wichtigsten Infos ein. Ich schaue alles mit euch zusammen an und natürlich auch wie gewohnt hier im Qualitäts- und Wachstumscheck und am Ende natürlich auch auf den Jahreschart. Und wenn euch wieder mein Kanal gefällt, dann lasst doch jetzt gerne ein Abo da. Würde mich natürlich mega freuen. Jetzt sagen wir, starten jetzt hier direkt und zwar heute mal mit einem Qualitätscheck. Wie ihr seht schon, wir haben hier einen Kurs von 3,005 €. Also wir haben endlich die 3-Euro-Marke zurück. Es war ganz, ganz wichtig. Man hat jetzt hier auch wieder einen schönen Aufwärtstrend. Wir sind über der 200-Tage-Linie und über der 50-Tage-Linie. Das werden wir später aber im Jahreschart nochmal sehen. Und wir haben hier bereits auch 10 von 15 Qualitätspunkten. Wir haben hier ein Umsatzwachstum über die letzten 5 Jahre. Von knapp 30%, also sehr, sehr stark, und eine Stabilität vom Umsatzwachstum von nahezu 100%, also das ist wirklich irre. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital ist ja auch sehr gut, die liegt bei über 9,7%, die Nettogewinnmarge bei so knapp 7% und die Eigenkapitalrendite bei 11%. Sind so Okay-Werte, da geht es noch ein bisschen besser, ist für mich auch positiv zu sehen, weil hier einfach noch was ausbaufähig ist. Was wieder sehr stark ist, ist hier natürlich die Finanzverschuldung, die ist sehr gering bei Xiaomi, die liegt hier nur bei 7,28%. Grundsätzlich glaube ich aber, hat die Xiaomi-Aktie noch hier sehr, sehr viel Potenzial für die Zukunft. Ich persönlich, ich habe es auch schon mal in einem meiner älteren Videos gesagt, kann mir ganz klar vorstellen, dass Xiaomi hier mal von der Smartphone-Spitze winkt. Und sollten sie das natürlich in Zukunft schaffen, dann stehen hier, glaube ich, ganz andere Kurse und auch ganz andere Umsätze im Raum. Ja, und was ist heute rausgekommen? Ganz wichtig, die Xiaomi-Quartalszahlen sind da. Und zwar geht es jetzt so ein bisschen um den aktuellen Umsatz und den Gewinn. So das Wichtigste mal zu den Quartalszahlen. Der Umsatz hat hier im ersten Quartal 2021 9,8 Milliarden Euro betragen. Das ist gigantisch. Und der Gewinn belief sich hier umgerechnet auf 779 Millionen Euro. Der Gewinn je Aktie lag hier allein nur im Q1 bei 0,04 Euro und auch der Gewinn und Umsatz bezieht sich natürlich hier nur aufs Q1. Vorab haben hier die Analysten die Erlöse auf 8,9 Milliarden Euro geschätzt, rausgekommen sind 9,8 und das ist natürlich wieder für den Markt oder für die Marktteilnehmer positiv einzuschätzen und daher ist heute auch so die Aktie wieder nach oben gegangen. Und im Vorjahresvergleich hat hier Xiaomi den Umsatz um knapp 55% gesteigert und im gesamten Jahr 2020 machte Xiaomi hier einen Umsatz von rund 31,3 Milliarden Euro und Analysten rechnen für dieses Jahr jetzt hier mit einer Steigerung der Erlöse um etwa 30%. Ich bin gespannt, vielleicht kann auch das Xiaomi positiv outperformen. Müssen wir uns einfach anschauen, wie es Ende des Jahres aussieht. Wenn wir uns mal die historischen Quartalszahlen von Xiaomi Überblick anschauen, ist es ein schönes Wachstum. Man muss hier immer die Q1-Zahlen mit den Q1-Zahlen danach vergleichen. Wenn wir jetzt mal von 20 auf 21 schauen, 0,01 Euro Gewinn je Aktie, jetzt 0,04 entspricht hier einer Vervierfachung und das darf man nicht vergessen. Und auch der Nettogewinn hat sich hier fast verdreifacht, nur im ersten Quartal. Sind gigantische Zahlen, kann man sich gerne mal die Tabelle rechts überfliegen und daher sind die Zahlen sehr, sehr stark. Also ich werde sie auch mega gut für die Zukunft und wir schauen uns jetzt hier auch nochmal ganz kurz das Finanzergebnis an, das nochmal zu letztem Jahr. Auch da sehen wir, wir haben hier so ein Kursumsatzverhältnis von ungefähr 3, also so 2,9. Auch das sehr, sehr günstig bewertet, wenn man diese Wachstumsraten sieht und ich glaube auch, dass sie stärker weiter wachsen werden wie bisher. Und wenn wir uns heute das eben anschauen, hier im Kursverlauf haben wir ein Plus von 3,17%. Wir stehen bei 3,01 Euro und ein richtig schöner Aufwärtstrend. Man kann sich jetzt hier deutlich absetzen von der 50-Tage-Linie und von der 200-Tage-Linie. Ich glaube, der Aufwärtstrend ist jetzt intakt. Der kann natürlich auch mal kurz ins Stocken geraten, hier so an dieser Grenze ungefähr. Also es gibt hier jetzt schon ein paar Hürden, die man überwinden muss. Aus langer Sicht die Hürde ist natürlich das letzte Allzeithoch bei knapp 3,79. Langfristig glaube ich, dass wir hier auf jeden Fall zweistellige Kurse sehen werden. Das aber so nach und nach. Ich bin hier auf jeden Fall sehr, sehr langfristig gestimmt und bin gespannt, wie die Reise hier weitergeht. Schreibt mir gerne unten mal in die Kommentare, was ihr zu den aktuellen Quartalszahlen denkt und wo ihr glaubt, dass Xiaomi in Zukunft stehen könnte. Ja, und wenn euch mal wieder mein Kanal gefallen hat, dann lasst doch jetzt gerne ein Abo da. Würde mich natürlich mega freuen. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.